Haferbrei zum Frühstück gibt's eigentlich nur zu Hause. Wow, das ist ein Ding, das fast alle kennen, aber dass es noch nicht das Konzept gibt zum Kaufen. Es scheint der Renner zu sein. Leute haben uns echt diesen Laden eingerannt. Die aufgekochten Haferflocken sollen echte Fitmacher sein. Ist eigentlich mit das gesündeste Essen, was man ja, zum Frühstück dem Körper zuführen kann. Wir sind am Berliner Ostbahnhof. Burger, Pizza, Bäcker und ein Laden mit einer Frühstücksalternative, die gesund und nachhaltig sein soll. Haferkater nennt sich das Ganze. Und davon gibt es nicht nur einen, sondern inzwischen 20 Stück in Deutschland. Tendenz steigend. Doch von Anfang an, was hat es mit dem Konzept auf sich? Du hast halt eigentlich immer die gleichen Sachen. Halt immer Bäcker, dann halt viel Fastfood. Und das Besondere ist halt, dass wir halt hier diese gesunde Frühstücksalternative haben zu dem, wie schon gesagt, dass du halt kein Salamibrötchen, dass du halt alten Porridge ganz Haferbrei. Und wo sind morgens besonders viele Menschen unterwegs, brauchen schnell noch ein Frühstück auf die Hand? Richtig, an Bahnhöfen. Wir sind mitten in der Rush-Hour. Die meiste Kundschaft kommt zwischen 7 und 10 Uhr morgens. Und es scheint Bedarf nach gesunden Alternativen zu geben. Das Versprechen der Kette, alles ist frisch zubereitet. Das zeigen uns Matthias und Thomas. Sie kaufen keine Haferflocken ein, sondern Körner und quetschen die Flocken frisch. Das soll für eine ganz besondere Cremigkeit sorgen. Dann kochen sie mit Wasser und Salz auf. Die Basis von jedem Porridge ist gleich. Je nach Geschmack können die Kunden zwischen verschiedenen Toppings wählen. Von Bananen über Mangos und Granola gibt es eine große Auswahl. Thomas ist nach wie vor Fan des Gerichts. Das Schöne ist, mit den ganzen Zutaten, die wir haben, kann ich mir den eigentlich jeden Tag neu gestalten. Ich kann neue Sachen ausprobieren und es wird einfach nicht langweilig. Und das ist das Geile an dem Ganzen. Und zudem ist es mega gesund. Es reguliert den Blutzuckerspiegel und ist eigentlich mit das gesündeste Essen, was man ja, zum Frühstück dem Körper zuführen kann. Thomas ist von seinem Produkt natürlich überzeugt. Aber auch für Ernährungswissenschaftler ist Haferbrei eine gesunde Frühstücksalternative, die bei Haferkater je nach Topping bis zu 135 Kalorien pro 100 Gramm hat. Zum Vergleich, ein belegtes Salamibrötchen hat rund 313. Die Geschäftsführer versuchen, alle Zutaten so regional wie möglich zu kaufen. Der Hafer kommt allerdings aus Dänemark. Auf der Karte stehen 5 süße Porridge-Varianten mit Äpfeln, Nüssen und Schokolade sowie ein herzhaftes mit Ziegenkäse. Ein kleines Porridge kostet 4,30 Euro, ein großes 4,90 Euro. Wir fragen die Kunden, warum sie sich hier Porridge zum Frühstück holen. Porridge hört man ja sehr viel davon, auch gerade Social Media ist es immer unterwegs. Und eine Kollegin von mir isst das eigentlich jeden Tag fast. Deswegen, jetzt ist die Zeit für mich, Porridge auszuprobieren. Also da ich mich auch Veganer lehre, schon seit 2 Jahren, ist hier die Möglichkeit, auf eine vegane Alternative umzusteigen, auch viel einfacher. Und ist irgendwie, ich finde, man ist länger satt auf jeden Fall vom Hafer, als wenn ich mir jetzt so ein belegtes Brötchen holen würde. Immer wenn ich ins Büro fahre, muss ich sowieso schon früher aufstehen und dann spare ich mir einfach die Zeit, wenn ich mir das hier hole. Die Qualität stimmt, es schmeckt, also passt. Auf dem Weg ins Büro schnell ein Frühstück to go. Das produziert in den meisten Fällen ganz schön viel Müll, vor allem durch Verpackungen. Wie handhabt die Porridge-Kette das? Wir haben ein Mehrweg-Pfandsystem und somit fördern wir quasi auch so ein bisschen die Nachhaltigkeit, sparen Verpackungen ein. Ne, wobei man auch dazu sagen muss, dass wir ausschließlich kompostierbare Verpackungen verwenden, was natürlich auch sehr preisintensiv ist, aber was auf jeden Fall der richtige Schritt ist in Richtung Nachhaltigkeit. Die Brüder sind nicht die Gründer der Kette, sondern Franchise-Nehmer und eröffneten den Laden im September 2022. Wo hat ihre Reise zum eigenen Laden angefangen? Circa 500 Meter von meiner ersten Wohnung hat quasi auch der erste Haferkater eröffnet. Und dadurch sind wir halt direkt von Anfang an, nachdem wir nach Friedrichshain gekommen sind, mit dem Konzept in Berührung gekommen und fanden es halt direkt cool und haben da halt sehr oft gefrühstückt. Und das war halt noch lange, bevor es überhaupt ein Franchise-System war. Und was ist ein Franchise-System? Franchise-Unternehmen vermieten ihre Geschäftsidee. Hier also an Matthias und Thomas.
Das Konzept wird aber von den Gründern des Unternehmens übernommen. Und wer steckt hinter dem einzigen Unternehmen im Porridge-Business? Leandro Bouguet und Anna Schubert haben die Kette gemeinsam mit einem Geschäftspartner vor 9 Jahren gegründet und kommen heute in der Berliner Filiale vorbei. Wie ist ihr Konzept entstanden? Viele Menschen essen Haferbrei, aber weniger reden darüber. Habe ich mir gedacht, wow, das ist ein Ding, das fast alle kennen, aber dass es noch nicht das Konzept gibt zum Kaufen. Man hat so hohe Erwartungen an Essen heutzutage, weil es muss schnell gehen, es muss irgendwie nicht so teuer sein, aber es muss auch irgendwie gesund sein und es muss irgendwie nicht zu fettig sein. Also diese ganzen Sachen in einem Gericht zu erfüllen, die ist immer schwieriger und Porridge ist perfekt dafür. Leandro, Anna und ihr Geschäftspartner Levin liehen sich 20.000 Euro Startkapital und eröffneten den ersten Porridge-Laden in einer ehemaligen Dönerbude in der Berliner Innenstadt. Über einen Wettbewerb der Deutschen Bahn gewannen sie einen kleinen Pop-up-Laden am Berliner Hauptbahnhof, der Durchbruch für die Kette. Die Leute haben uns echt diesen Laden eingerannt. Ja, von der ersten Minute an. Das war Wahnsinn. Wir hatten Umsätze damals. Das hat uns echt weggehauen. Und dann merkst du, okay, dieses Produkt ist nicht nur für deine kleine Bubble, sondern das macht Sinn für viele Menschen, weil viele Menschen einen Bedarf darin sehen. Für Anna und Leandro ist Leidenschaft für die Auswahl der Franchise-Nehmer besonders wichtig. Sie geben die Lizenzen nur an Menschen, die ihre Werte vertreten und nicht nur schnelles Geld mit der erfolgreichen Kette verdienen wollen. Deshalb ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Gründern und Geschäftsführern für Anna und Leandro der Schlüssel zum Erfolg. Einerseits gibt es das System. Wir haben das aufgebaut, wir haben das aufgeschrieben, das ist vertraglich gefestigt und so weiter. Und es gibt einen gewissen Rahmen, in dem man sich bewegen kann und alles andere ist geregelt. Und andererseits ist es so, dass ein System lebt von den Menschen, die daran partizipieren. Und wenn jetzt Thomas und Matthias kommen und sagen, hey, wir haben gemerkt, total viele Fragen nach einem Porridge, der mehr Protein hat, können wir nicht was machen in die Richtung oder eine Rezeptidee einbringen, dann werden wir dumm zu sagen, oh, das ist unser System, das läuft nicht. Es ist eine Mischung aus diesem Konzept, was einmal aufgeschrieben wurde, und dem Teamwork von den Leuten, die einfach aktiv damit was zu tun haben. Mittlerweile findet man die Kette an Bahnhöfen in ganz Deutschland, in München, Frankfurt oder auch in Wiesbaden. Die viel frequentierten Läden machen etwa 1,5 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und wo sehen die Gründer ihr Franchise-Unternehmen in der Zukunft? Am Anfang dachten wir vielleicht 3 irgendwie, dann irgendwann 30. Und jetzt sind wir wahrscheinlich auf über 100 Standorte, die wir an Bahnhöfen in Deutschland, Schweiz, Österreich sehen, wo wir sagen, wenn es funktioniert, an einem Bahnhof von einer ähnlichen Größe, dann gibt es ungefähr 100 davon, wo es auch funktionieren sollte. Und das ist unser Ziel. Wie viel die Franchise-Nehmer Thomas und Matthias mit ihrer Berliner Filiale einnehmen, verraten sie uns nicht. Aber der Laden läuft gut. So gut, dass die beiden Brüder sogar expandieren. Es ist für uns ein enormer Erfolg, dass wir es geschafft haben, innerhalb von nicht mal 9 Monaten jetzt schon den zweiten Laden zu eröffnen. Und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Und ja, also da können gerne noch viele weitere mit dazukommen. Die beiden Geschäftsführer stehen jeden Tag selbst hinter der Theke. Und das mit Herz und Seele. Warum ist das beiden so wichtig? Wieso geben sie diese Aufgabe nicht einfach ab? Man kann viel Geld sparen, indem man halt Sachen selber macht. Und gerade bei einem Laden wirkt sich das enorm aus. Später, wenn man vielleicht mal dann 4, 5 Läden hat, dann wird es vielleicht auch anders aussehen, weil noch andere Aufgaben mit anfallen. Aber ich glaube, auch dann wird immer noch ein Teil so sein, dass man selber im Laden steht, einfach weil es super viel Spaß macht. Die Gründer des Franchise-Unternehmens hatten eine gute Idee zur richtigen Zeit. Und die Kette wächst weiter.